Zwei Fragen in den Abend hineingehen. Die erste Frage ist die Frage, die Jesus dem Bettler gestellt hat. Er hat gesagt, wer möchtest du von mir? Wer möchtest du von mir? Und ich glaube, dass Gott dir die Frage heute Abend stellt. Wer möchtest du von mir? Fragt Gott. Und aus irgendeinem Grund liebt es Gott, von uns zu hören, was wir von ihm wollen. Auch wenn er es sowieso schon weiß. Aber er liebt es, dass wir ihm sagen, was wir wollen. Weil unsere Sehnsucht sind, weil unsere Bedürfnisse sind. Weil da ist, wo wir davon frei werden wollen. Weil da ist, wo wir davon geheilt werden wollen. Wo wir in Dunkelheit sind und nichts mehr sehen, wie der Blinde und wieder sehen. Gott fragt dich, wer möchtest du von mir? Und das Zweite, der Bettler ist zuerst am Strassenrand gesessen. Und nachher steht im letzten Vers, dass er sich Jesus angeschlossen hat und auf seinem Weg mitgelaufen ist. Also von einer Person, die am Rand war von dem Weg, am Strassenrand und ein bisschen zugeschaut hat, von weit, ist er zu einer Person geworden, die mit Jesus auf dem Weg läuft. Und das ist die zweite Frage, die ich heute Abend dir weitergeben möchte. Wo stehst du in deinem Leben? Bist du so am Strassenrand wie der Bettler? Oder laufst du mit Jesus auf dem Weg mit? Und da ist ein gewaltig grosser Unterschied. Es gibt so viele Menschen, die so am Strassenrand hocken und von weit weg ein bisschen beobachten, was das könnte sein mit dem Glauben an Jesus, mit dem Glauben an Gott. Vielleicht spöttelt man ein bisschen drüber oder denkt, das ist ja eben nichts. Und dann möchte ich dir Mut machen, heute Abend, um einfach das Risiko eingehen und mal auf den Weg zu stehen und zu Jesus sagen, ich folge dir nach. Ich hocke nicht weiter am Strassenrand, sondern ich mache mich auch auf den Weg mit dir. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Hey, mega guten Abend. Schön sind wir trotzdem schönes Wetter da. Steht doch alle auf. Wir singen zusammen einen ersten Song.